Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sontheimer. Ja, Markus, schön, dich hier zu haben. Unsere Management and Technology Intelligence Agency hat ausgerechnet, du warst 3, als du hier deinen Wirtschaftsingenieur gemacht hast, weil wir feiern jetzt den 50-Jährigen. Kannst du ein bisschen ins Detail gehen? Ja, damals schon hochbegabt. Nicht ganz so, ja. Nein, ich habe tatsächlich vor 27 Jahren hier das Studium abgeschlossen. Das heißt, vor 30 Jahren begonnen. Also ich habe dann auch 7 Semester hier studiert. Aber das war für mich schon ein Schritt, ja, so raus vom schönen Bodensee und jetzt ins Studium rein. Von dem her erinnere ich mich sehr gerne an die Zeit zurück, ganz klar. Du warst vorher Leistungssportler auf einer deiner vielen Etappen. Das stimmt, ja. Na, ich habe mehrere Hobbys gehabt. Ich war ein guter Schlagzeuger. Dann habe ich mich aber auf den Sport fokussiert, tatsächlich, also Biathlon. Damals war das noch nicht so fancy wie jetzt, ne? Aber Langlaufen und Schießen, wenn man vom Bodensee kommt. Und habe das tatsächlich dann auch professionell gemacht bei der Bundeswehr, bei einer Juniorennationalmannschaft. Aber dann hat es nicht ganz hoch gereicht und davon leben konnte man nicht. Dann habe ich gedacht, nein, jetzt machst du was Vernünftiges, geh studieren, wirst Ingenieur. Und da hat sich natürlich Esslingen angeboten. Okay, hat sich nur eine Karriere für Banküberfälle dann noch angeschlossen und eine geöffnet. Dann hast du gesagt, dann mache ich tolle Wirtschaft, lieber Wirtschaftsingenieurwesen. Prima. Mal jetzt so unter uns, also hat sich dann gelohnt? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war damals sicherlich ein Schritt für mich, weil ich der einzige Akademiker dann werden wollte in der Familie, also aus dem Umfeld heraus sicherlich neu. Wenn ich jetzt zurückgucke natürlich, ja, ich war Vorstand 5,5 Jahre bei Schenker AG, Nummer 3 in der Welt in der Logistik. Ich bin jetzt in der Geschäftsführung der ISS, ein dänischer Facility Manager mit 400.000 Mitarbeitern. Es hat sich auf jeden Fall finanziell für mich, für die Familie gelohnt. Es sind hochinteressante Aufgaben. Man kann Transformation managen. Ich bin 53, noch voller Energie. Und von dem her für mich persönlich als Mensch total. Und vor allem eben auch, weil man unheimlich interessante Inhalte machen kann. Und ich sage auch oft zu den Studenten, ja, wenn man morgens aufsteht und Zeit verbringt in der Firma, dann muss das einfach mit guter Energie und Freude sein, ja, sonst ist es verschwendete Lebenszeit. Und für mich war natürlich das Studium das Eingangsticket. Ja. Ohne dieses Eingangsticket in diese Welt wäre ich heute nicht, wo ich bin, ganz klar. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.